Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Castlevania Lords of Shadow. Wir haben uns beim letzten Mal ein bisschen mit der Krähenhexe vergnügt. Und nachdem wir die fertig gemacht haben, wird es nun endlich Zeit, dass uns Pan in das Reich der Vampire bringt. Und wir sehen, es wird wieder ein größeres Kapitel, nachdem die letzten beiden ja doch etwas kürzer ausgefallen sind. Und ich würde sagen, wir halten uns jetzt gar nicht lange mit Quatschen auf, sondern schauen direkt in die Wehrhauswälder rein, denn ich bin sehr gespannt, wie die neuen Gegner hier so ausfallen werden. Ich nehme ja mal an, dass die Werwölfe jetzt erstmal passé sein werden. Jetzt wird's Zeit für Vampire. Ich freue mich drauf. So it seems Pan has saved Gabriel once more. His arrival most fortuitous. Gabriel now enters the outskirts of the Vampire's territory. A cold winter has gripped this land for centuries, driving out the inhabitants to warmer climes. Those stubborn enough to stay have contended with the cold death that visits them each and every night, taking their loved ones away forever. The vampires thrive in the cold and terrorize the living who crave warmth and companionship. This night a warrior will come, a knight in shining armor with death at his side. He comes for you, creatures of the night. Mir scheint, die Kamera ist ein wenig gefroren. Na toll, ich hasse Winter. Ich muss zugeben, ich bin absolut kein Freund von Winter und Kälte. Ich bin der totale Sommermensch. Und schauen wir doch mal, wie ich damit klarkomme. Und schauen wir auch mal... Na. Schauen wir auch mal, wie ich mit dem Kämpfen klarkomme, denn ich habe jetzt tatsächlich... Ups. Ich habe jetzt tatsächlich schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt. So, jetzt muss ich erstmal kurz schauen, wie das alles funktionierte. So kann ich abwehren, oder? Gib mir mal ein paar Gegner hier. Ich wollte mich mal ein bisschen ausprobieren. Naja, was soll's. Ja, genau, so konnte ich abwehren. Alles klar. Schlag zu! Ja, funktioniert noch. Gut. Das alte Spielchen. Ich muss erstmal wieder schauen, wie alles funktioniert hatte. Nachdem ich eine Weile nicht gespielt habe, aber passt schon. Ich denke, wir kommen wieder rein mit der Zeit. Was gibt's denn hier? Ah, ich vermute, ich werde hier Dingens brauchen. Oder? Ja, ich glaube, hier werde ich ein bisschen dunkle Magie brauchen, um das einreißen zu können. Na gut, habe ich gerade leider nicht zur Verfügung. Ach, der mal wieder! Der kleine Frechdachs. Der Chupacabra hat deine Relikte und Kräfte gestohlen. Hol sie dir zurück. Na klasse. Gut, nicht, dass ich jetzt gerade allzu viel Kraft auf meinen Amuletten gehabt hätte. Von daher gar nicht mal so schlimm eigentlich. Aber trotzdem, muss ja nicht unbedingt sein, dass er die behält. Du kleiner Sack. Handgranaten zu werfen. So. Haben wir noch jemanden? Oh ja, die beiden kommen wieder. So, schlagen wir uns da einfach mal ein bisschen durch die Meute durch. Was lassen die denn hier fallen alles? Seine Armschienen hat er abgeworfen. Ach, ich wundere mich die ganze Zeit, warum ich keine Energie krieg zum Aufsammeln. Liegt natürlich daran, dass wir keine Amulette haben momentan. Gut, ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis wir... Haha, sehr witzig.
Ah, okay, alles klar. Gut, damit wäre meine Frage so halb beantwortet, wie lange es dauert, bis wir den Chupacabra wieder treffen. Ich hätte denen auch zugetraut, dass wir das ganze Level ohne unsere Relikte machen müssen. Aber wie es aussieht, kommen wir ja durch die Mauern hier durch, wenn wir unsere Relikte wieder haben. Da hinten ist er ja schon. Na dann, komm mal her, mein Kleiner. Das war frech. Okay, ich schaue erst mal ganz kurz hier drüben. Sehr, sehr viele Mauern zum Einreißen. Na, ob ich da dann den Überblick behalte und wirklich alle finde wieder? Ich weiß es ja nicht so richtig. Okay, ist wirklich bloß der Weg zurück. Ich wollte noch mal ganz kurz auschecken, ob das vielleicht hier ein Weg in eine etwas geheimere Ecke ist. Aber ist wirklich bloß der Weg zurück gewesen. Dann springen wir doch einfach mal todesmutig nach unten. Noch mehr Gobos? Oder einfach nur der Chupacabra, der sich hinter die Tür gesellt hat? So, oh Gott, ich dachte es mir gerade irgendwie schon, da kommt wahrscheinlich noch ein Schwein. Aber dass das jetzt so plötzlich aus dem Busch gesprungen kommt, damit habe ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Nett, er hat sein eigenes Schwein gehauen. So, gehen wir noch mal ganz kurz aus dem Weg, wenn das Schwein wütet. Aber es ist ein bisschen bewegungsunfreudig, kann das sein? Aua! Na toll, genau das wollte ich eigentlich nicht, dass sich da einer draufsetzt. Okay, das Tier ist wirklich extrem inaktiv, wenn sich keiner drauf begibt, ne? Aber macht nichts. Kann von mir aus auch jemand drauf sitzen, das kriegen wir auch so hin. Es gibt schlimmere Gegner, muss ich sagen. Ist wirklich bloß so voll im Selbstverteidigungsmodus, so ein bisschen. So. Zeit, die Tür einzureißen. Und, ups. Und, Action. So ein bisschen tut mir das Schwein ja doch schon immer leid, muss ich sagen. Der Wendekreis ist super von dem Tier. So. Wo bist du, Chupacabra? Ich spieß dir deinen kleinen haarigen Arsch auf. Also eigentlich hätte ich ihn ja volle Kanne erwischen müssen. Halt! Bevor ich weitergehe, erstmal ganz kurz hier gecheckt. Ah, eine neue Schriftrolle für uns. Ordensritter-Schriftrolle. In dieser Gegend wurden zahlreiche Chupacabras gesichtet. Diese Kreatur gilt nicht als tödlich oder bösartig, sondern lediglich als Ärgernis. Ich muss der Bruderschaft eine Nachricht zukommen lassen und meinen Kameraden anraten, so viele Feenblüten wie möglich zu sammeln. Denn es steht geschrieben, dass Chupacabras von allem fasziniert sind, was mit Feen zu tun hat. Und die Blüten sind eine gute Taktik, um die lästigen Kreaturen abzulenken, während man sich etwaige Wertobjekte zurückholt, die sie gestohlen haben. Gut zu wissen. Unsere Feen haben wir ja zum Glück noch. Gut, weiß nicht, ob das jetzt gerade nötig war, das Zeug einzusammeln, aber ich mach's trotzdem einfach mal. Gut, wo kommen wir denn hier rüber? Komme ich hier schon irgendwo hoch? Hier vielleicht? Ja. Na, wo bist du denn? Er sagt heiß, ist aber nicht zu sehen. Ach, da drüben. Ah, na komm. Du Sau! Na warte. Hier werde ich eine Ladung Feen verpassen, die sich gewaschen hat. Warum muss ich bei denen immer an Yoda denken? Ich weiß auch nicht. So. Zack. Viel Spaß. Die sind schon süß irgendwie, muss ich sagen.
komm her! Fein! Gut, damit hätten wir unser Zeug wieder. Und eine weitere Rolle für uns. Ich habe mir einen Vorrat an dunklen Kristallen angelegt, da diese im Kampf sehr nützlich sind. Dabei bin ich zufällig einem alten Mann begegnet, der einen verwirrten und senilen Eindruck machte, doch in seinen Augen blitzte ein scharfer Verstand. Er behauptete, er sei ein Freund und fragte mich, ob ich die Relikte gefunden habe, die er für uns zurückgelassen hatte. Ich sagte ihm, dass ich ihn nicht verstehe. Er antwortete, dass er für mich beten werde und rannte plötzlich in die Nacht davon. Was für Relikte hat er wohl gemeint? Keine Ahnung, aber ich werde sie finden, da bin ich mir sicher. Wenn nicht jetzt, dann irgendwann ein andermal. Erstmal auf jeden Fall wieder schön Energie nachtanken. Da war doch ein bisschen Notstand angesagt hier. Denn das letzte, was ich gemacht hatte, bevor ich jetzt wieder angefangen habe zu spielen, war das Level mit... Oh shit, die wollte ich gar nicht auswerfen jetzt, die Fee. Das Level mit dem Herrn der Lykanthropen nachzuspielen. Und das lief er jetzt bekanntermaßen nicht so souverän. Ich meine, ihr habt es ja in der Aufnahme gesehen, wie es aussah. So, mal kurz weg. Gut. Kein Problem. Weiter geht's. Na, 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 na. Die kommen aber auch wirklich unvermittelt aus dem Nichts und stehen plötzlich vor einem, ne? So, die Frage ist, komme ich denn eigentlich wieder zurück dahin, wo die ganzen Steinbälle waren, die ich einreißen müsste? Das will ich mal gerade noch ausprobieren. Es waren ja insgesamt 3 Mauern gewesen, glaube ich. Und noch eine, die ich schon vorher gesehen hatte, als ich meine Relikte noch hatte und nicht eingerissen gekriegt habe. Komme ich hier irgendwie wieder hoch? Nee, ich kann ja nicht mal schauen, wo hier genau die Mauer war. Toll. Tolle Wurst. Na gut, was soll's. Dann lass uns halt weiterziehen. Was sieh mal an. Das hat sich wieder regeneriert hier. Nützt mir zwar jetzt nicht so viel, aber ich meine, es ist besser als nichts. Warum sollte ich es verkommen lassen? Na gut, ich glaube, in dem Level werden wir jetzt auch nicht so die Riesengegner antreffen, abgesehen von kleinen Gobbos. Sind wir jetzt wieder zurück auf den alten Weg gekommen? In der Tat, so sieht's wohl aus. Okay, dann gehe ich nochmal ein ganz kleines Stück weiter zurück. Hier war doch die erste Mauer, ne? Das war die erste. So, nee, das ist falsch. Ich möchte gern das hier. Und dann probieren wir das Ganze doch nochmal damit. Das hat nicht funktioniert. Okay, das finde ich jetzt traurig. Aber vielleicht kriegen wir noch irgendwas, das uns ein bisschen mehr Wumms verleiht demnächst. Wer weiß. So, probieren wir das Ganze doch hier nochmal. So schon mal nicht. Mann, ich will immer die falsche aktivieren. Nö. Das ist natürlich jetzt irgendwie nicht so geil. Hatten wir noch eine Steigerungsform davon? Ich glaube nicht, ne? Eigentlich war das doch der Weg, um am härtesten zuzuschlagen. Schattenmagie an und dann den Dingens benutzt, den Handschuh. Komm da durch! Nee, geht nicht. Keine Ahnung. Das ist jetzt irgendwie ungünstig. Tja, wie geht's denn dann hier weiter, ist die Frage. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die anderen Mauern weniger stabil sein werden. Ich meine, wir können es probieren, aber die sehen auch schon ähnlich aus von der Robustheit her. Von daher... Ups. Habe ich hier keine großen Hoffnungen? Nein. Das ist schlecht. So durchwalzen geht auch nicht. Vielleicht kannst du diese Mauer einreißen. Okay, ich schau mal ganz kurz nach, ob wir noch irgendwelche anderen tollen Skills hatten. Hier sind die Talente. Bei einfacher Aktion wahrscheinlicherweise eher nicht. Reliktkräfte.
Was ist denn hier Erdbebenhieb? Ein mächtiger Abwärtshieb. Ne, das sind ja Schläge im Kampf. Sind denn die anderen Kräfte irgendwo mit aufgeführt, die wir jetzt brauchen, um Wände einzureißen und sowas? Keine Ahnung, ehrlich gesagt, ne? Kann auch sein, dass ich mir irgendwas Bestimmtes kaufen muss. Das müsste mir dann allerdings jemand sagen. Das sieht nicht danach aus. Lawinenhieb? Nee. Das klingt alles nicht so, als ob das jetzt hier nützlich wäre für uns. Nee. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Was machen wir denn da? Ich habe keine Ahnung. Zweitwaffen. Ach nee, explosive Dolche sind das bloß. Haben wir hier... Na, das sollst du nicht machen. Haben wir denn hier irgendwas mit stehen? Nee, das sind alles bloß die normalen Angriffe. Hey, aber hier haben wir noch einen offen. Salto-Schlag. Mal kurz gucken. Nach Salto über einen Feind, das mache ich doch nie. Also ehrlich mal. Nee, kaufe ich auch gar nicht erst. Das ist jetzt irgendwie doof. Ich weiß nicht, wie wir hier weiterkommen, ehrlich gesagt. Hat jemand eine Idee? Nicht? Dann werde ich wahrscheinlicherweise an der Stelle schon unterbrechen müssen, um euch nicht zu langweilen. Ganz einfach, weil ich wirklich gerade gar keine Ahnung habe, was ich hier machen könnte. An der Mauer wahrscheinlich selbes Problem wie an der anderen auch. Es wird sich nichts tun. Nein, natürlich nicht. Ach, herrje. Na gut, dann werde ich mal unterbrechen und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich eine Lösung gefunden habe für das Problem. Also, bis gleich. Okay, da sind wir wieder und ich glaube, ich weiß, wie wir weitermachen müssen. Gab es da nicht noch was außer dem Handschuh, nämlich unsere Stiefel zum Beispiel? Mit denen können wir doch hier ganz wunderbar durchpreschen. So, dann müssen wir bloß mal hier die Schattenmagie anwerfen. Dann in die Position gehen und... Zack, einmal hindurch. Wunderbar funktioniert. Was haben wir denn hier Schönes? Ach so, natürlich. Wir haben schon den vollständigen Kristall. Aber zumindest hier können wir ja mal einsammeln. Ein weiterer Lebensstein. Das ist doch wunderbar. Okay, ansonsten ist ja auch nichts weiter. Gut, dann würde ich vorschlagen, werden wir doch mal ganz kurz hier die ganzen Ecken auskundschaften, in denen es irgendwas zum Zerstören gab. Da geht es vermutlicherweise weiter im Spiel, deswegen muss ich ja eigentlich... Nee, ich bin kein gesund, wunderbar. Deswegen werde ich mir alles andere mal vornehmen erst. Okay. Zack. Auch hier gibt es wieder jemanden mit einem Steinchen. Ein Schattenmagiestein, wunderbar. Und auch hier kann ich wieder mit dem Kristall nichts anfangen. Ich vermute, wir müssen irgendwas mit dem Kristall dann gleich noch machen. Wenn mir das hier schon so offeriert wird, erst in dem, in der Schriftrolle in der einen. Und dann, wo laufe ich eigentlich hin? Bin ich hier richtig? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube nicht. Erst in der einen Schriftrolle wurde es erwähnt und dann kriegst du an jeder Ecke, wo du hier so eine Mauer einreißt, auch noch irgendwelche Steinchen. Gut, ich glaube, das war's dann auch, ne? Es war, glaube ich, bloß noch die hier. Oder war da noch eine? Ach man, ich blicke hier nicht durch. Ich schau mal lieber noch nach. Ne, hier ging es bloß runter, genau. Aber da war dann unten, glaube ich, keine Mauer gewesen. Ich spring nicht runter. Ich habe keine Lust, runter zu springen nochmal. Wir brechen einfach mal hier durch. Und damit ist dann auch gut. Ne, genau, stimmt. Und drüben war dann noch weiter links dann der eigentliche Weg. So, wunderbar. Hier bloß wieder der Kristall, den ich nicht anfassen kann. Gut, jetzt muss ich bloß noch den richtigen Weg finden. War das hier? Ja. Ich glaube schon. Genau, da hinten ist der Dingens. Hier, der Dingensbummens eben. Und dann können wir uns ja mal auf den weiteren Weg machen. Wird auch Zeit. Zack. Wunderbar. So, ich schätze mal, hier gibt es wieder eine Schriftrolle. Genauestens. Schauen wir doch mal rein. Wir befinden uns ganz in der Nähe von Vigol. Unweit davon liegt das Vampirschloss. Es ist ratsam, sich des Nachts einen Unterschlupf zu suchen, um sich vor möglichen Angriffen zu schützen.
Das Wetter ist sehr kalt und es erweist sich als recht schwierig, mit der Bruderschaft Nachrichten auszutauschen. Letzte Nacht erhielt ich eine Botschaft, der zufolge wir uns im Dorf Vügol sammeln werden, um die Festung der Vampire anzugreifen. Gott stehe mir bei, aber ich habe Angst, als eine dieser blutsaugenden Kreaturen zu enden. Keine Sorge, deine Angst war unbegründet, du bist kein Vampir geworden. Weiß nicht, ob dich das jetzt so fröhlich stimmt, aber deine Angst war unbegründet. Oh, sieht ja witzig aus. Lass mich raten, das Vampirschloss? Na, das ist doch traumhaft. Aber geil inszeniert, muss ich sagen. Sieht schon cool aus. Oh, das Level ist schon zu Ende, na sowas. Wunderbar, wir haben alle drei Magiesteine gefunden. Und sind ja, abgesehen davon, dass ich gerade absolut keine Peilung mehr hatte, wie man durch Mauern bricht, doch ganz gut durch das Level durchgekommen. War jetzt auch nicht so schwer, gebe ich zu. Okay, ich gehe mal ganz kurz ins Talentfenster und werde mal alles, was wir noch so an Fähigkeiten hier dabei haben, was man noch so erlernen kann, noch kurz reinhauen. Den Saltoschlag werde ich zwar nie benutzen, aber einfach der Vollständigkeit halber machen wir auch den. So, und damit gehen wir mal zu den Reliktkräften über. 6000 haben wir noch. Sprintstoß. Schließe deinen Sprint mit einem richtigen Kracher ab. Tippe den linken Stick zweimal an und drücke dann Y gefolgt von X, sobald du in der Nähe des Feindes bist. Je näher du dem Feind kommst, umso effektiver ist auch dieser Angriff, der selbst den mächtigsten Feind zu Boden schleudern kann. Okay, Sprinten, Y, X. Ob ich das jemals benutzen werde? Keine Ahnung. Naja, wir können ihn ja mal erwerben. Den Skill. Gut. 5-5. Da können wir noch den Erdrutsch und den Lawinenhieb machen, denke ich mal. Während du in der Luft bist, kannst du diesen Angriff benutzen, um im Sturzflug gen Boden zu gleiten und einen mächtigen Hieb mit dem dunklen Handschuh auszuführen. Halte LT und X gedrückt, lade den Handschuh so lange wie möglich auf und lass dann los, um den Angriff zu starten. Okay. Na gut. Nehmen wir einfach mal, und der Lawinenhieb noch dasselbe mit Y. Eine Energiewelle nach unten diesmal. Na dann, in der Nähe befindliche kleinere Gegner werden dadurch emporgehoben, sodass du die Kombo mit weiteren Attacken fortsetzen kannst. Wunderschön. Her damit, alle Punkte ausgegeben. So ziemlich alle zumindest. Und damit stürzen wir uns doch mal ins nächste Level, ne? Vügol. Auf geht's.